Letzte Woche habe ich einen interessanten Bericht in der Zeitung gelesen, dass die Jugend von heute, dass sich da sehr, sehr viele Menschen Gedanken drüber machen, ob die Jugend von heute die Standards noch erfüllt oder verkommen ist. Ich finde solche Diskussionen immer sehr, sehr interessant, weil ich mich frage, die Jugend von heute, wie ist die Jugend von heute denn eigentlich? Und wie waren wir denn damals, als wir die Jugend von heute waren? Und ich habe mich dann mal auf die Suche gemacht und bin der Sache dann nachgegangen, habe geguckt, wieso ist das eigentlich so, dass die Generationen so einen Stress miteinander haben? Warum haben die alten Generationen oder die Älteren, warum haben die Angst, dass die junge Generation, dass sie nichts ist? Und da bin ich zu folgenden Ergebnissen gekommen. Und bevor ich Ihnen das aber sage, möchte ich Sie ganz gerne mit auf eine Reise nehmen durch die Generation. Es gibt viele Unterlagen, es gibt viel Literatur, die Sie nachlesen können, wo über die verschiedenen Generationen referiert, geschrieben, berichtet wird. Das ist nicht immer ganz eindeutig. Ich habe mich bei meiner Reise durch die Generation in dem 15-Jahres-Schritt aufgehalten. Das heißt, ich habe die Generation immer in 15-Jahr-Schritten eingeteilt und ich beginne gleich mit dem Babyboomer. Was aber für Sie wichtig ist zu wissen, dass jede Generation die besondere Prägung immer erfährt im Alter zwischen 13 und 15. Das erklärt es beispielsweise auch, warum wir so gerne auf Klassentreffen gehen und warum uns die Leute, die wir damals mit 13, 14, 15 kannten, heute immer auch noch ein Stück weit am Herzen liegen. Weil gerade diese Leute die prägenden Jahre mit uns durchlebt haben, weil wir bestimmte Sachen erlebt haben, die für uns dann wegweisend waren.